Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Paradonspielendes Kaninchen. Naja, noch nicht, aber hoffentlich bald. Hoffentlich kann ich ganz bald schon die Leute mit meinem fantastisch schlechten, lauten Spiel quälen in Dungeons. Aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Es gibt meines Wissens nach noch keinen offiziellen Termin für Modul 21. Leute, aber ein paar kleine Updates möchte ich euch geben. Und ich möchte auf zwei Fragen dabei eingehen, die immer wieder gestellt werden, nachvollziehbarerweise. Und die möchte ich euch hier in einem kleinen Update-Video, beziehungsweise konkretem Video, dann noch einmal beantworten. Das erste ist die Frage nach den Segen. Es werden ja Kampagnen, werden ja mit Modul 21 teilweise zu Abenteuern, die über ein anderes Belohnungssystem dann gehen und nicht mehr diesen Kampagnenbaum haben werden. Und da ist natürlich die Frage, komme ich noch an die Segen? Muss ich jetzt irgendwie ganz, ganz schnell noch die Kampagnen irgendwie durchrocken? Oder kann ich mir da Zeit lassen? Und ganz entspannt, ihr könnt euch Zeit lassen. Denn mit einem der letzten Patches auf dem Preview-Server wurde jetzt auch eingebaut, dass in den jetzt epischen Abenteuern, also die Kampagnen, die jetzt zu den epischen Abenteuern wandern, Segenspunkte in den Belohnungen drin sind. Also ihr bekommt für entweder die komplette epische Abenteuergeschichte oder für die einzelnen Abschnitte, wie in der Under Mountain-Kampagne, immer die entsprechenden Segenspunkte. Ne? Also hier auch wieder für die Twisted Caverns gibt es einen Segenpunkt und so weiter. Und Willowwood ebenfalls auch wieder einen Segenpunkt und so weiter und so fort. Oder wie bei Maze Engine, da kriegt ihr mit einem Mal dann die ganzen 4 Segenspunkte, wenn ihr die komplette Kampagne abgeschlossen habt. Ihr bekommt also, wenn ihr jetzt noch nicht alles durch habt, trotzdem alles, wie Charaktere, die schon vorher die Kampagnen fertig hatten. Also ganz entspannt, keine Sorge, die gab es vorher nicht, deswegen ist nachvollziehbar, dass ihr da die Frage hattet. Jetzt werden die hier angezeigt und damit sichergestellt, dass niemand irgendwie benachteiligt wird. In den normalen Kampagnen ist das immer noch genauso wie vorher. Hier, also Icewind Dale, gibt es, das ist natürlich die perfekte Beispiel, da, hier drüben, gibt es hier entsprechend immer noch die Segenspunkte für die einzelnen Abschnitte. Da also auch keine Sorge. Das ist das eine, nachvollziehbar, aber ganz entspannt. Und das andere, die kann ich noch nicht ganz so leicht die Sorge entkräften, weil es dazu noch nicht konkret etwas zu sagen gibt. Es geht ums Berufesystem, aber da kann ich euch schon was sagen. Es gibt leider keine echten Patchnotes momentan, wo man genau sieht, was in den Patches geändert wird, aber zu den Berufen haben die Entwickler etwas gesagt, wie sie damit umgehen wollen. Es werden ja Gebiete rausgenommen, zum Beispiel Mount Hotono wird entfernt. Und in Mount Hotono gibt es in der Gildenfestung, deswegen stehe ich auch hier, für Mount Hotono, bei der Generalistin eine Schriftrolle, mit der man besondere Berufsmaterialien bekommen kann in verschiedenen Gebieten, die teilweise halt jetzt auch wegfallen. Das ist natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt später an Alaun, Salpeter, Salmiak und die anderen Ressourcen aus den Gebieten, die wegfallen? Das ist noch nicht bekannt, wie diese Ressourcen verteilt werden, was aber bekannt ist, dass sie an dem Berufssystem arbeiten, denn es wird Meisterberufe 6 und 7 geben. Jetzt momentan ist es ja möglich, mit den Quests aus der Gildenfestung Meisterberufe bis zu Stufe 5 hoch zu leveln und damit dann zum Beispiel die Festungswaffen herzustellen, die sehr, sehr beliebt sind. Falls man nicht gerade die Trugbildwaffen haben möchte, sind das die Waffen der Wahl, wenn man auch an andere denkt und nicht nur an seinen digitalen Damage-Penis, dann sind die Festungswaffen fantastisch, Festungswaffen Stufe 3. Und es wird Meisterberufe 6 und 7 geben, dafür wird es auch neue Materialien geben, logischerweise, die man jetzt hier auch schon sehen kann. Und zwar in der neuen Charanda-Kampagne. In den drei Gebieten wird es hier neue Materialien geben, die dann zu finden sind. Ich persönlich bin davon nicht sonderlich begeistert. Wir können noch nicht, also es wird hier auch noch gesagt, auch in dem Forumbeitrag wird gesagt, es ist das alles noch im Fluss und da kann natürlich noch viel passieren. Deswegen können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, dass das so, wie es jetzt hier steht, auch wirklich fest ist. Sie werden sich schon noch was überlegen, wo die Ressourcen hinkommen, wo wir später weiter an Alaun rankommen. Alaun ist so eine Ressource, die super wichtig ist, deswegen gehe ich da so drauf ein. Ich persönlich bin aber von, ich finde es nachvollziehbar, dass sie mit dem Berufssystem jetzt auch nochmal was machen. Sind jetzt alle Systeme durchgegangen und haben sie einmal komplett überarbeitet. Ne? Die Klassen haben sie überarbeitet, das Reittiersystem, die Gefährten haben sie überarbeitet, jetzt das Levelsystem, die Kampagnen und Abenteuer haben sie überarbeitet. Und da blieb jetzt das Berufesystem natürlich noch offen, das muss auch nochmal überarbeitet werden, damit sie alles einmal komplett
an ein festes neues System, was dann für alles gilt, angepasst haben. Allerdings, einfach jetzt Meisterberufe 6 und 7 dazu packen, ändert das Problem des Berufesystems nicht. Das Problem ist, dass das Berufesystem sich nicht lohnt. Es frisst unsinnig viel Astraldiamanten, die aber nicht gefressen werden in dem Sinne, wie es sinnvoll wäre. Also wir haben ja einfach ein ganz, ganz großes Problem in Neverwinter. Wir haben zu viel Astraldiamanten im Spiel, weil es keine Astraldiamantensäcke gibt. Astraldiamanten werden maximal von Spieler zu Spieler getauscht. Selbst wenn ich sie, also ne, auf dem Auktionsmarkt oder selbst beim Zen-Tausch, werden sie einfach nur von einem Spieler zum anderen gegeben. Und es gibt nichts, wo Astraldiamanten aus dem Spiel rausgezogen werden, so dass der Spieler nicht gegängelt wäre. Und da wäre das Berufesystem eigentlich eine fantastische Möglichkeit, indem man zum Beispiel über eine vernünftige Form der Beschleunigung oder dass man die Qualität dadurch beeinflussen könnte, indem ich viele Astraldiamanten ins Spiel gebe und nicht an andere Spieler. Denn das ist es ja, momentan kosten Berufssysteme, das Berufssystem kostet so unglaublich viel, weil ich mir bestimmte Ressourcen von anderen Spielern kaufe. Aber damit gebe ich meine Astraldiamanten einfach nur an den anderen Spieler. Es ist für mich zwar sehr, sehr teuer, weswegen es eigentlich für die meisten Spieler unattraktiv ist, das Berufssystem zu machen. Und das wird sich auch mit Meisterberufe 6 und 7 nicht ändern. Es wird weiter unattraktiv bleiben für den Großteil der Spielerschaft. Aber es zieht keine Astraldiamanten raus. Es verteilt sie einfach nur wieder von einem Spieler zum anderen. Dann noch mehr. Und das Problem ist auch, dass es weiterhin unattraktiv bleibt, weil die Belohnungen, die es jetzt vielleicht gibt mit Berufesystem 6 und 7, wenn sie nicht auch alles andere davor anpassen, bleiben, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen, dafür muss ich ganz kurz den Charakter wechseln, damit ihr mein Problem versteht. Für alle die, die halt jetzt noch nicht so tief im Berufesystem drin stecken, das Problem ist, dass alles, was sie einbauen, irgendwann sehr, sehr schnell nutzlos ist. Momentan gibt es meisterhaft oder Meisterberufe Stufe 5, ist das höchste, und da gibt es zum Beispiel die im Alchemiebereich die Tränke der Kraftrang 9. Das ist das höchste, was man mit Meisterberufen momentan herstellen kann. Die bringt 2500 Kraft für 3600 Sekunden, bleiben aber auch durch Tod bestehen. Jetzt können wir sagen, oh, das ist ja richtig gut. Es lohnt sich doch. 2500 Kraft, das kann man doch gerne benutzen. Problem ist, dass ich, um hier hinzukommen, unglaublich viel Zeit oder Astraldiamanten da reinstecken muss, um hier hinzukommen. Und auch die Ressourcen zu bekommen. Auf der anderen Seite kann ich mit dem normalen Herstellungssystem, ohne dass ich irgendwie die Meisterberufe mache, einen Trank der Kraft Rang 10 herstellen, der 3000 Kraft erhöht und ebenfalls durch den Tod besteht. Das heißt, das höchste Gefühl der Meisterberufe ist momentan schlechter als das, was ich im normalen Berufesystem machen kann. Und das ist einfach ein schlecht durchdachtes System. Hier muss man einfach komplett überarbeiten. Und das zieht sich durch so viele Ebenen. Das ist nicht nur für Alchemie. Das ist bei auch die Ausrüstung, die man hier irgendwie in Juwelenschmieden herstellen kann, die Ringe und sowas, die sind immer schlechter als das, was es im normalen Spiel durch das Questen gibt oder durch besondere Dungeons oder auch vielleicht teilweise, wie man sieht, bei den Tränken im regulären Herstellungssystem. Und da müsste man angreifen. Das müsste überarbeitet werden. Es müsste das komplette Berufesystem überarbeitet werden und nicht einfach zwei neue Stufen hinten dranhängen, die kaum jemand machen wird, die dann aber ebenfalls spätestens mit Modul 22 vielleicht obsolet sind, weil es dann wieder irgendetwas gibt, was noch besser ist. Also vielleicht bei den Tränken möglicherweise nicht, aber bei den Ausrüstungen. Also auch wenn ich euch bei den anderen Berufen das jetzt nicht direkt konkret zeigen kann als Beispiel, wird es ja mit den kann sich jeder vorstellen, dass es mit der Ausrüstung ähnlich sein wird. Eine Rüstung wird in ein, zwei Modulen wieder komplett schlecht sein, weil es Besseres über die Kampagne geben wird, die da kommt. Und da müsste das Berufesystem überarbeitet werden, das komplette System, und nicht einfach etwas hinten dran hängen. Und das ließe sich auch recht leicht umsetzen, indem ich zum Beispiel wirklich mit Astraldiamanten als Push-Währung oder als Buff-Währung die Qualität erhöhe. So wie wir das kennen, ja eigentlich schon mit Schwarzeis oder mit Wohnenblatt, was sie ja auch schon mal gemacht hatten, indem ich Ressourcen reinstecke, sie erhöhe. Das könnte temporär sein, dass man das wie mit Schwarzeis oder Wohnenblatt macht und das Astraldiamanten dann verschlingt. Könnte man machen, wäre eine Möglichkeit. Ist vielleicht nicht ganz so beliebt, aber es wäre ja auch möglich, dass ich in dem Herstellungsprozess an sich Astraldiamanten reinpushe, um es dann permanent besser zu haben. Und damit kann ich richtig gut Astraldiamanten rausziehen, ohne dass es den Spieler gängelt, weil er kriegt eine tolle Waffe
oder eine tolle Rüstung, die besser ist als alles andere. Dann kriegst du halt keine Plus-1-Waffe, sondern eine Plus-2, wenn du eine Million Astraldiamanten reinsteckst. Fiktiv. Die Zahlen, ne? Also, dass man sich so eine Vorstellung hat. Und das ließe sich prinzipiell beliebig weit nach oben erhöhen. Da könnte man auch sagen, dass das ein Upgrade-System damit da reinkommt. Dass ich sage, ich habe vielleicht schon meine Rüstung des Feywald-Schmiedes plus 5 hergestellt, aber jetzt gibt's noch was Besseres in der neuen Modul 25-Kampagne. Ja, es macht kein Problem, dann erhöhe ich meine Rüstung auf plus 6 oder auf plus 7 oder sowas. Und das wäre, glaube ich, ein System ganz spontan. Da hat natürlich Probleme, definitiv, aber damit ließe sich das Berufesystem attraktiv gestalten und auch als Astraldiamantensäcke. Und damit dürfte auch andere Probleme im Spiel gelöst werden, denn Astraldiamanten-Inflation ist ein ganz, ganz großes in dem Spiel. Aber nun ja, die Macher haben gesagt, es ist alles noch im Fluss, wir sollen das alles noch nicht hundertprozentig für bare Münze nehmen, aber es wird auf jeden Fall auch momentan am Berufesystem gearbeitet. Ich habe in die Videobeschreibung den Link zum Forumbeitrag gepackt, dort könnt ihr gerne auch nochmal direkt nachlesen, vielleicht auch nochmal lesen, was da schon so viel Input kam und wie es sich entwickeln wird. Ich hoffe, ich konnte diese beiden Fragen ein bisschen beantworten. Falls ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare, oder falls ihr Antworten habt, auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!